Nach Regen und Unwettern wird jetzt immer mehr die Frage gestellt, wann wird's denn wieder schön? Die Landwirte fragen, wann gibt es Heuwetter? Und die Kinder fragen, und die Hunde, wann gibt es denn Badewetter? Es kommt! Grüße Sie und grüße euch. Es geht los mit diesem Wochenende. Die Schauer lassen nach, steigert sich in der kommenden Woche und endet dann in einer Woche mit schwülwarmer Gewitterluft und Hitze. Den Höhepunkt haben wir von Mittwoch bis Freitag mit Temperaturen von über 30, teils an die 35 Grad. Und die Wetterlage, die dahinter steckt, schauen wir uns jetzt an. Das ist das amerikanische GFS-Modell, das das kräftige Skandinavienhoch nach Süden Richtung südlicher Ostsee wandern lässt mit seinem Kern. Dann haben wir das Azorenhoch, dazwischen das Tief und es wird die Wärme nach Norden gepumpt und die kriegen wir eben volle Lotte ab. Das europäische EZMWF-Modell flacht das Ganze zum Siebenschläfertag ein bisschen ab. Da kommen die Schauer und Gewitter vom Atlantik wahrscheinlich schon früher voran. Ansonsten ist die Wetterlage ähnlich, wobei das Hoch mit seinem Kern weiter südlich liegt. Analysieren wir doch jetzt mal die Wärme bzw. Hitze der kommenden Woche. Die 16-Tage-Trends, die Ensembles, die kennt ihr. Die rote Linie hier ist das Mittel der Luftmassentemperatur in 1500 Meter Höhe aus 30 Jahren. Die weiße Linie, das Mittel aller Modellberechnungen, und alle Modellberechnungen findet ihr hier in bunt. Die fette grüne Linie ist der sogenannte Hauptlauf, ist oft auf Apps drauf. Der Kontrolllauf, große Bruder des Hauptlaufs, ist ein bisschen weiter nach rechts verschoben. Das heißt, die Wärme oder Hitze würde hier längere Zeit bleiben. Das ist der 15- oder 16-Tage-Trend für den Norden. Die Linien, die ich hier eingezogen habe, 25, 30, 35 Grad, sind ungefähr so, dass man 17 Grad auf die Temperaturen 1500 Meter Höhe Pi mal Daumen draufrechnet. In den heißesten Ecken kann man 18, 19 nehmen, in den weniger heißen Ecken 13, 14. Die Niederschlagssignale hier unten gehen vorübergehend zurück. Das heißt, es gibt einige sonnige Tage, nehmen dann aber ab dem Siebenschläfertag Richtung nächstes Wochenende, wenn die Hitze ihren Höhepunkt überschritten hat, zu. Da kommen dann eben die Schauer und Gewitter herangezogen. Im Süden ein ähnliches Bild. Auch hier kommt der Wärmeberg herangerollt, flacht langsam ab und geht dann nach unten mit immer mehr Schauern und Gewittern Richtung Anfang Juli. So sieht's aus. Am kommenden Wochenende setzt sich von Westen her mehr und mehr die Sonne durch. Das letzte Gewölk mit Regen im Osten verschwindet. Auch die Schauer und Gewitter lassen nach. Am Gardasee sind es bis zu 30 Grad schon mit viel Sonnenschein am Sonntag. Sonst 18 bis 26 Grad. In der nächsten Woche haben wir dann Sonne und Wolken, viel Sonnenschein, auffrischenden Ostwind bei 25 bis 32 Grad. An der See bleibt es mit auflandigem Wind kühler. Am Gardasee wird es heißer und über den Alpen bilden sich einzelne Wärmegewitter. In der zweiten Wochenhälfte, also zum Höhepunkt der Hitzewelle, geht es rauf auf 27 bis 33, örtlich sogar 35 Grad, erst mit viel Sonnenschein. Stehender Hitze, Schwüle, man hat so das Gefühl, man gähnt einmal oder dreht sich im Kreis und ist nass geschwitzt. Dann nimmt aus den Alpen heraus und von Westen her das Schauer- und Gewitterrisiko zu. Auch die Unwettergefahr steigt und dann geht mit dem nächsten Wochenende, also Ende Juni, auch dieser Wärme- bzw. Hitzeberg zu Ende.